Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun, meine Lieben. Bei uns geht's gerade zu, ich sag's euch. Ich bin total im Stress. Ich muss packen, ich muss einkaufen gehen, ich muss das und jenes machen. Morgen früh fliegen wir in die Türkei. Und heute ist letzter Schultag und die Zeugnisse kommen. Robert ist schon unterwegs, Millet holen. Wir wissen zwar, wie die Zeugnisse ausfallen, aber trotzdem muss man sich sicher sein und mal reinschauen, gell? Ja, genau. Ich werde jetzt mal zuerst zum Norma fahren und dann muss ich zur Drogerie fahren und dann muss ich noch zu meiner Mama fahren, da was mitnehmen für die Mama und. Und das heißt, es wird heute sehr stressig zugehen. Und Millet ist zurück von der Schule. Heute haben sie bloß 2 Stunden gehabt. Und was hat Millet bekommen? Schaut mal, meine Lieben, in dem Bundesjugendspiel haben wir die Ehrenurkunde. Millet, herzlichen Glückwunsch. Im Sport ist sie immer gut, gell? Freut mich besonders, weil sie hat einen guten Personal Trainer. Haha. Wir waren... Der gibt's schon wieder an mir. 2 Abende vor den Bundesjugendspielen waren wir auf dem Sportplatz und haben Weitsprung geübt, gell? Und Sprint und Ball werfen und so weiter. Ja. Und schaut mal, Zeugnisse sind auch da, aber ich decke hier gerade ab, dass man die Schule nicht sieht und die Adresse. Also, wir sind total zufrieden mit dem Zeugnis. Ich habe ja gesagt, wir wussten ja schon, was für Noten kommen. Gute Noten, ja. Aber auch Ihre Anmerkungen und so weiter ist alles super, mein Mausilein. Oh, scheiße. Ladekabel. Und wir müssen Millet echt mal loben für ihr soziales Verhalten, wie hilfsbereit sie ist, Streit schlichtet, egal auf andere Schüler eingeht oder Schüler mit Schüler. Du kriegst gleich Stromschlag hier und ich finde das super von meiner Maus. Eine super Schnucki-Maus ist es. Muss man loben. Und nachher wird der Gian auch mit dem Zeugnis kommen. Bei dem wissen wir die Noten auch schon. Also das liegt alles an dem Papa, weil... Weil der so sozial ist. An wen liegt es? Was meint sie? An der Mama, gell? Sozialverhalten kommt bestimmt von der Mama. Also super bist du, Maus. Mach weiter so. Und was hast du denn da schon wieder? Oh Gott. Keine Werbung. Keine Werbung. Doch, so. Für Topmodel. Nein, ich gehe jetzt auf jeden Fall einkaufen. Sie okay? Geschenk. Millet darf jetzt mal hier ein bisschen ausruhen. Und Papa muss arbeiten. Mach deine Videos fertig. Ich muss sie noch alle terminieren und so weiter. 3 Videos schneiden. 3? 5. Hör auf. Ja. Nein, weigere ich mich. Du weigerst dich nicht? Er will euch keine Videos zeigen, meine Lieben. Schreibt in die Kommentare, Videoschneiden. Hashtag Videoschneiden, Hashtag Videoschneiden. Gian ist auch zurück von der Schule, meine Lieben. Wir waren gerade unterwegs, haben ein paar Sachen von Gian erledigt, was er braucht. Gians Zeugnis ist auch hier. Aber ich habe ihn natürlich abgedeckt. Wir wollen solche Sachen nicht zeigen, aber wir können es euch erzählen. Und ich habe 2,7er Schnitt, Leute. Also ist ganz okay. Ja? 3,4er, der Rest ist 2er, 3er. Okay, wenn der Gian sagt, dass es so ist, wird es so sein. Also, wir sind total zufrieden mit den Kiddies. Die Zeugnisse sind da. Gian tut jetzt gleich anfangen zu packen. Und meine Freundin hilft mir heute. Die hat angerufen und hat gesagt, ich komme dir helfen. Ah, Papa, die... Schaut mal, meine Lieben, jetzt haben wir Besuch da. Uhr ist da, Eichen, Lüschfü und so weiter. Das ist die Formel für Wasser. Und jetzt tun die schon Zeugnisse bewerten. Von yeah, Bro, ist dir sogar gut. Von Sauerstoff? Gian, Zeugnisse? Geografie, ja. Wo liegt Nordamerika? Ist südlich oder nördlich? Ja, ist doch egal, wo das liegt. Ist doch egal, wo das liegt. Wen interessiert denn das? Wir fliegen einfach hin. Der Flieger bringt uns hier hin. Oh mein Gott. Und schaut mal, was Furkan und Lütfi hier machen. Ah, Lütfi, Furkan, Gian, ich bringe schon wieder die Namen durcheinander hier. Ugur, Ugur, wie die Deutschen sagen. Nein, Ugur, das ist der Ugur. Ich heiße Easy, Leute. Sowas gibt's nicht. Ich heiße einfach Easy. Du kennst die Noten nicht mal? Ja, ich war nur in Sport. Echt? Und in Englisch. Also vorhin ist noch meine Freundin gekommen, die Suna, ich habe jetzt nicht gefilmt. Besuch ist gegangen und die hat mir geholfen, die Koffer zu packen und die sind jetzt fertig. Das heißt, ich muss nur noch ein paar Sachen reintun, mein Shampoo und so weiter, wenn ich geduscht habe. Und dann ist das Ganze fertig. Robert ist auch einkaufen gegangen, er hat sich für sich ein paar Sachen gekauft, was er dann braucht, wenn wir weg sind, weil ich war einkaufen und habe für ihn nichts gekauft. So eine Ehefrau bin ich, naja. So, alles gepackt, soweit. Das heißt, ich sollte jetzt mal schauen, dass ich mich auf Vordermann bringe. Jetzt gibt es eine kleine Vorführung. Also mach mal, was machst du? Oh, Auto kommt. Oh.
Geht der hin? Ja, genau. Und dann so Pi, Pi, Pi und Kira. Und dann? Kira läuft nicht mehr weg wie früher. Früher wäre sie schon weg über alle Berge da hinten. Smiley! Hurra! Oh. Hallo! Jen geht noch letztes Mal weg mit Kumpels. Nein! Nein! Ja, Kira! Jetzt mal! Nicht reinbeißen lassen, sonst ist sie hier. Doch, Kira schafft alles. Ich hab vorgesorgt, Kühlschrank ist voll, hab lauter Sachen gekauft, die ich am liebsten hab. Also Currywurst und Debreziner und Sahnepudding, Philadelphia, Käse und so weiter. Bisschen was Süßes. Bin versorgt und trinken habe ich gekauft. Und 24 Liter Milch für meine Haferflocken. Also ich werde die nächsten 3 Wochen überstehen, so knapp. Der Robert lacht da hinten. Ich glaube, ich komme zum Schluss vom Video, meine Lieben, denn ich habe noch einiges zu tun. Ich muss jetzt da zum Garten rausgehen und meine Petersilie ein bisschen wegschneiden, Gurken einsammeln und meine Freundin geben, weil der Robert isst nicht so viel, gell? Ich stehe die ganzen Petersilien da draußen. Nee. Nein? Ich stehe nicht so auf Petersilie. Ist gesund! Ist viel Petersilie, meine Lieben. Petersilie ist immer gesund. Irgendwas wollte ich noch sagen. Auf jeden Fall werde ich noch vloggen für euch, wie wir in die Türkei fliegen. Was? Zwei haben wir gespielt. Ich habe gerade über das Spiel gesprochen. Ach so. Weil uns ist es immer nett, wir spielen immer das gleiche Spiel zur selben Zeit. Ja. Sobald ich anfange, fangt Milay an. Und dann kommt die Mama irgendwann dazu und überholt den Papa. Und der ist da so nah, dass das Spiel löscht. Und dann habe ich keine Lust mehr. Der muss immer. Ich habe. Mein Tablet ist ja kaputt gegangen. Und ja, darum hat er die Spiele nicht, ja. Das war jetzt nur so gesagt von mir. Der Papa will noch was sagen. Sag mal, komm. Was? Ja. Wir gucken heute nach dem Blutmond an. Genau. Wenn das Video kommt, ist es ja leider zu spät. Ich hoffe, ihr habt ihn gestern auch gesehen, sozusagen. Den? Blutigen Mond. Ich glaube, heute ab 21.10 Uhr, fast über eine Stunde lang, so viel ich weiß. Schaut es jetzt an. Fährt sich der Mond rot. Könnt ihr euch ja jetzt ein bisschen erklären, warum das so ist, aber schwierig. Gibt's ja bei Google ein. Google! Die Sonne ist Ask Google. Hinter der Erde und die Erde wirft praktisch ihren Schatten auf den Mond. Der wäre theoretisch nicht zu sehen, weil er im Schatten ist, aber das Licht der Sonne bricht sich in der Atmosphäre der Erde und die roten, wie heißt's wieder? Die roten Lichtstrahlen sozusagen, die sind irgendwie träger und langsamer und darum sieht man nur das rote Licht praktisch auf dem Mond sozusagen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen erklären. Jetzt bin ich auch schlau. Das weiß ich, was heißt das weiß ich, weil ich es gestern gelesen habe wieder und Milay mich gerade auch gefragt hat, wie das denn sein kann, dass sich der rot färbt. Also im Grunde genommen bricht sich das Licht der Sonne halt und da kommen dann nur die roten Lichtstrahlen eben. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. Jo, bestimmt cool. Solche Sachen muss man anschauen, die gibt es bloß alle paar Jahre und in der Länge alle paar hundert Jahre oder so. Ich muss schnell das Video fertig schneiden, damit ich auch mit rausgehen kann. Jetzt muss ich euch mal meinen kleinen Notizblock hier zeigen. Den haben wir mal in der Fanpost drin gehabt. Und dann haben wir hier noch Macarons. Die haben wir von Frankreich mitgebracht. Ja. Ja, dieser Frankreich-Vlog, Paris-Vlog kommt erst in ein paar Wochen, meine Lieben. Und in diesem Vlog habe ich meine Videoliste, dass ich auch nicht vergesse, in der Türkei für euch die Videos hochzuladen. Ja, so bin ich. Dranbleiben, morgen kommt das Vlog von meiner... Was oder, Vlog ist es jetzt schon? Was ist es dann? Der Vlog. Oh, 1 Uhr und Grammatik, das geht ja gar nicht. Nur die 6 in Deutsch. Ich habe eine 6er in Deutsch. Also ich bin mein Zeugnis war gut. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, Leute. Das möchte ich hier mal erwähnt haben. Ich bin aufs Gimmi gegangen.
Aber danach bin ich in die Türkei für immer, wollten wir, waren wir 6 Monate in der Türkei, habe ich abbrechen müssen, da kann ich nichts dafür. Kauft ihr Päckchen Deutsch, hat mich auch geholfen. Echt? Hat dir auch geholfen? Mir hat es auch viel geholfen, auf jeden Fall. Okay, also, der Vlog von unserer Reise in die Türkei kommt auch, meine Lieben. Wir vloggen für euch und ich sage danke fürs Zuschauen und abonnieren, Glocke aktivieren und das Video liken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!